Mahlzeit und willkommen zurück hier bei RimWorld. Wir machen wie immer da weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich an der Stelle wollen wir das gleich mal hier aufrufen. Wir sind beschäftigt mit der Quest natürlich, 21 Schleier herzustellen und die zeitgemäß abzuliefern. Und natürlich ist unsere Karawane auf dem Rückweg und sehr hungrig. Ihr erinnert euch, denen geht das Essen aus aufgrund unseres Abenteuers bei dieser einen Ruine, die jetzt natürlich nicht mehr angezeigt wird. Weil die sich da ein bisschen mehr den Wanst vollgeschlagen haben. Und wir natürlich beim Braunen Reich nicht handeln konnten. Deswegen sind wir hierhin und das hat uns nicht sonderlich geholfen. Und jetzt müssen wir den ganzen Weg da hoch. Ja, wir werden sehen, was passiert. Wenn wir Pech haben, verlieren wir die Truppe. Das wäre natürlich ein bisschen mies. Ja, ansonsten geht das hier natürlich fleißig seinen Gang. Wir forschen natürlich weiter. Wir sammeln ein bisschen Eisen. Auch wenn das nicht so schnell vonstatten geht, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir haben ja zumindest noch ein bisschen was entdeckt gehabt. Hier unten war, glaube ich, auch noch irgendwo ein ganz kleiner Fitzel, wenn ich mich nicht täusche. Nee, das war kein Eisen. Das war. Das hier war das. Doch, das war. Nee, Golderz ist das. Richtig. Ja, da kann man auch schon mal durcheinander kommen. Ja, Kinder. Die Forschung geht jetzt natürlich hart in die Richtung, dass wir endlich dazu kommen, uns eventuell das Raumschiff zu bauen, dass wir hier auch wirklich endlich mal von den Planeten wegkommen. Wir halten uns ja nun schon lang genug hier auf. Sehen wir erstmal zu, dass die Schleier fertig werden. 21 brauchen wir, 16 haben wir. Ich hab die mal verboten, dass die sich keiner anzieht. 17 sind es jetzt sogar. Also da fehlen uns jetzt ja bloß noch 4 nach Adam Riese. Und dann gucken wir mal, dann kriegen wir diesen Zielpeil-Dingsbums hier zum Anvisieren aus dem Orbit für einen Orbitalschlag. Da bin ich sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Ja, ansonsten gibt es noch Alternativen natürlich, ne? Wir können mal in die Forschung schauen. Eine andere Möglichkeit, die wir noch hätten, wären die Transportkapseln zu forschen, wenn der Multi-Analysator durch ist. Der kostet auch nur 1000 Forschungspunkte. Damit könnten wir natürlich Reisezeiten extrem verkürzen, indem wir uns dann da hinschießen. Ich weiß allerdings nicht, ob das nur ein One-Way-Ticket ist, weil die Dinge habe ich auch noch nie benutzt. Das wäre auch noch eine Idee. Was man auf jeden Fall mal ausprobieren könnte. Na gut, nun schauen wir mal. Ich gehe mal auf Volldampf. Ist ja eh Nachtruhe. Außerdem möchte ich immer noch ganz gerne für den guten Abram dann langsam mal eine Hütte bauen, die ich dann allerdings hier drüben hinsetzen würde. Ansonsten wird mir das hier nämlich auch ein bisschen zu voll, wenn ich ehrlich bin. Und da wird der Karawane aufgelauert von Menschenjägern. Na, wenn das nicht ist, wa? Schauen wir doch mal, wo wir sind und warum eigentlich. Was ist denn das? Ach, das sind Bisons. Ach, guck. Okay, unseren Leuten geht es ja eigentlich soweit ganz gut. Na gut, Space Dog nicht ganz so gut wie den anderen, aber ist okay. Was ist da? Was versteckt sich da? Ach so. Das ist eine Ratte, wa? Kann das sein? Ja. Gut. Die tun uns nicht weh. Wo sind die Gegner? Hier, rote Pünktchen. Also, Katzen. Ey, macht mich nicht fertig. Oh, lasse bitte zwei Katzen bleiben. Wisst ihr, was wir hätten machen können? Ich bin ja auch wieder, meine Güte, wir hätten doch das Fohlen verkaufen können. Ich meine nicht, dass uns das bei unserem Hungerproblem jetzt in irgendeiner Form bewahrt hätte. Aber das hätten wir zu Geld machen können. Gut, jetzt könnten wir es auch noch schlachten. Die Option haben wir auch. Naja, gut. Kümmern wir uns erstmal um die Katzen. 6 Uhr in der Früh. Ist hier irgendwas Interessantes? Ein Tisch aus Kalkstein? Nee, nee, nee. Man könnte ja sein. Ich
Ich meine nicht, dass wir uns hier lange aufhalten, aber hätte ja durchaus sein können. Was ist das? Ein antikes Fahrgestell. Navigationsparke. Es könnte ja durchaus möglich sein, dass wenn man irgendwas kaputt macht, dass wir da vielleicht noch ein paar Bauteile rauskriegen. Oder eventuell hier irgendwie noch eine Kiste rumliegt in irgendeiner Ruine oder so, aber offensichtlich mal wieder nicht. Na gut. Ich würde sagen, huch, da war ich ein bisschen nervösen Finger mal wieder. Sagen, wir stellen die mal hier auf, die guten, und machen mal langsam weiter. Ich nehme mal an, die Katzen kommen gleich angerannt. Ja, da sind sie. Und Feuer frei. Na los. Insektenplage. Ich hab's befürchtet. Oh. Oh. Und sie kommen mal wieder von hier. Oh mein Gott, sie kommen mal wieder direkt von da. Okay, Freunde, jetzt trifft's uns. Jetzt trifft's uns. Drei Mann draußen unterwegs, deren Kampfkraft wir jetzt durchaus brauchen könnten. Oh Mann. Na, glatt mal erstmal eine Beruhigungszigarette anschmeißen. Damit wird's dann auch schwierig mit der Quest. Weil das hält uns jetzt auf. Ich gehe mal ganz kurz in die Quest nochmal rein, um euch das eben zu zeigen. Wir haben 6 Ingame-Tage Zeit noch. 6, was sage ich 6? 11. Und wir haben eine Reisezeit von 1,4 Tagen. Also das muss auf jeden Fall vorher fertig sein. Ich meine, das sieht soweit ganz gut aus. Aber nicht, wenn gleich das halbe Team oder das ganze Team auf dem Lazarett liegt, ne? Oh Mann. Das passt mir überhaupt nicht. Und ich glaube, Abram ist immer noch nicht ausgerüstet. Kann das sein, Kinder? Ja, definitiv. Was hätte ich denn hier zur Auswahl? Ein dreifacher Raketenwerfer ist es nicht unbedingt, ne? Ich kann höchstens Nahkämpfer aus ihm machen. Fuck. Oh, fuck. Weil dieses Sturmgewehr schon seit gefühlt 800 Jahren im Bau ist. Na gut, hilft nicht. Bevor er sich überhaupt nicht wehren kann, kriegt er die Durchbruchaxt hier. Huch. Die fliegt hier auf jeden Fall mal eben raus. Und wir machen langsam weiter. Kampf an zwei Fronten ist auf jeden Fall ekelhaft. Okay, der Karawanenkampf ist durch. Und Space Dog ist verletzt, natürlich, weil eine Katze natürlich durch musste. Schauen wir uns eben den Körper an. Keine unmittelbare Gefahr, aber wir werden ihn natürlich trotzdem verarten. Verarzten. Sorry Leute, Zeitpunkt der Aufnahme. Ich habe gerade Feierabend, ich bin eigentlich durch. Da kann es schon mal passieren, dass man auch nicht mehr gerade aussprechen kann. Gut, Knorke verarztet den mal schnell. Und hier gucken wir weiter. Okay, Abram hat aufgegessen. Kannst du dich hier mal... Der verweigert Gewalt. Das habe ich ja überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Oh, shit. Na, das ist ja mal was. Okay. Zonen. Fuck, 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 fuck. Wir werden mal ein neues Gebiet festlegen. Fuck, fuck, fuck. Umbenennen in Gebiet 2. So. Nein. Gebiete verwalten. Dann habe ich ja wieder einen Fehler gemacht. Natürlich.
wie das immer so ist. Gebiet 1 lassen wir so, wie es ist und machen ein neues. Und das heißt dann auch automatisch Gebiet 2. Und das werden wir jetzt auch festlegen. Gebiet 2. Ihr dürft euch jetzt gerne hier drin aufhalten. Und nur da drin. Und das legen wir jetzt direkt fest für Schuppa. Oh, der hat immer noch Hausarrest gehabt. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Und das auch für Abram. Okay. Zwei Pazifisten. Das kommt ja richtig gut. Fällt die Kampfkraft nochmal um 2 Leute. Das heißt, wir haben hier nach Adam Riesel 2, 4, 6 Mann, die jetzt gegen die Insekten antreten können. Und müssen. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, das ist erstmal soweit festgelegt. Gucken wir hier kurz. Knorke macht es schon. Sie kann schon mal raus aus dem Kampfmodus. Das wäre noch wieder ein ganzer Arsch voll werden, oder? Mann. Ach, Mist, verfluchter, ey. Okay. Alicia, was macht Alicia? Alicia flüchtet? Kann das sein? Wo ist sie überhaupt? Leute, helft mir mal, wo ist Alicia? Da ist Alicia. Ah, fuck. Okay, Schuppa muss auf jeden Fall raus aus der Truppe. Und Abram auch. Was heißt das Symbol? Fleet. Okay. Haben sich beide in Sicherheit gebracht. Aber Alicia muss leider kämpfen. Kann es nicht ändern. Verdammt nochmal. Sorry, dass das so lange auf Pause ist, Kinder. Aber das ist jetzt wieder so ein Moment. Es ist leider wieder so ein Moment. Fuck. Okay. Auf jeden Fall alle Mann in den Kampfmodus und ich werde euch hier erstmal positionieren. Dass ihr hier mal irgendwie erstmal überhaupt hier hinlatscht. Oh Mann. Und da wären sie. Ihr zwei seid durch. Raus aus dem Kampfmodus und dann werden wir die auf jeden Fall erstmal weiterschicken. Ja, das können wir hier auf jeden Fall mal wegdrücken. Dann hätten wir gerne unsere Truppe hier neu formieren. Ab nach Hause. Ja, passt. So. Gleiches Spiel wie immer, ne? Die Kolonien müssen auf jeden Fall weg. 3, 4 haben wir. Und dann sehen, wie wir die jetzt wegbekommen. Allesamt. Abram sollte sich lieber in Sicherheit bringen. Weil das ist er von der Sache her, ja, aber. Oh Mann. Wie positionieren wir euch jetzt am gescheitesten? Tribe, würde ich sagen, stellen wir. Nein, nicht auf das Tier schießen, Mann, das arme Tier. Tribe dahin. Nicole geht da auf die Ecke. Alicia macht das Gleiche. Schrotti halten wir im Hintergrund als Arzt. Bockwurstel. Positionieren wir dort. Ich glaube, das sind sie, ne? Oder? 2, 4, 6 Leute, ja. Besser wird's nicht.
Besser wird's nicht. Und da kommen sie auch schon an. Nee, tun sie nicht, aber gleich werden sie ausflippen. Das heißt, wir müssen wieder was tun, um sie anzulocken. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. So, flinke Füße. Wen hätten wir eigentlich? Wer ist flink? Flink sind sie eigentlich alle nicht wirklich, ne? Jedenfalls nicht mehr. Bockwurstel. Inventar. Warum hast du dein Sturmgewehr nicht ausgerüstet? Ich würde es begrüßen, wenn du das benutzen würdest erstmal. Wir könnten Alisha nehmen. Ich denke, die sind hier so ganz gut hingestellt. Alisha, wir nehmen Alisha. Einmal anlocken. Wenn es nicht gleich die Viecher machen. Und raus, und raus, und raus, und raus, und rennt, und rennt, und oh fuck. Gleich alle. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, das hat sich erledigt. Das schaffen wir niemals. Oh, fuck. Ist schon jemand tot? Der tot noch nicht, aber auch nicht mehr weit weg davon. Tribe ist auch down. Komm schon, Schrotti. Lass mich nicht hängen. Schlitzen jetzt natürlich unsere Viecher auf. Oh fuck. Lass mich schauen. Tot in 8 Stunden. Tot in 6 Stunden. Tot in 3 Stunden. Alisha musste auf jeden Fall rausgeholt werden. Fuck. Leute, das wird verlustreich. Das wird verlustreich. Oh Mann. Tribe, Tribe, Tribe. Tribe darf uns in jedem Falle nicht wegsterben. Aber 8 Stunden, das geht eigentlich. Das sind immer noch 2 von den dicken Monstern, ne? Bleeding out in 14 Stunden. Es könnte was werden, wenn sich die Viecher denn eventuell verteidigen. Oh, fuck. Ja, Leute, es tut mir leid. Aber irgendwann musste der Tag kommen, wo wir Leute verlieren werden. Und der ist da. Jetzt bin ich zum ersten Mal zufrieden, dass wir das Riesenfaultier nicht gekillt haben. Wirklich. Oh, fuck. Okay. Oh fuck, gut, dass das austeilen konnte. So, wie gesagt, Tribe, der ging noch am längsten. Balthasar kommt klar. Körper, Mann, Bockwurstel, Körper. 6 Stunden, wer war's denn? Am schnellsten stirbt Alisha. Das heißt, Schrotti muss unbedingt sofort eigentlich Alisha behandeln. Ganz, ganz dringend. Der Wert von Balthasar. Moment. Bio. Medizin 4. Naja, geht besser, geht aber auch schlimmer. Nicole war Körper in 6 Stunden. Also Balthasar könnten wir auf jeden Fall mal sagen, der soll jetzt schon mal los marschieren und Leute retten. Oh, fuck. Rette Nicole. Wir machen langsam weiter. So, Schrotti muss unbedingt die erstmal stabilisieren. Das, also das andere macht keinen Sinn. Hey, Moment mal. Ihr zwei steht jetzt nur noch dumm rum. Ich gebe euch mal wieder frei.
Und versetzt euch beide in den Kampfmodus. Haha. Nur weil ihr Pazifisten seid, heißt das ja nicht, dass ich euch nicht direkt steuern kann. Abram und Chopper, Leute. Los geht's. Abram rettet Bockwurstel. Chopper rettet unseren furchtlosen Anführer Tribe. Das müssen die beiden ja jetzt nicht alleine machen. Puh. Und diese fucking Kolonien müssen wir zerstören. Da schlüpfen sonst welche nach. Und so wie ich das sehe, wird das Schrottis alleinige Aufgabe. Gut, dass da Medizin lag, nicht wahr? Jo, Balthasar ist hier soweit fertig. Wen haben wir noch zu retten? Sehr unübersichtlich jetzt, nicht wahr? Ey, das ist nur ein Messer. So, Alicia wird behandelt. Na, Bockwurstel wird weggetragen. Okay. Wir könnten Balthasar jetzt natürlich sagen, dass er erstmal die Viecher, die hier noch bewusstlos sind, erstmal killen soll. Töte mal die Riesenspinne. Da wäre ich sehr verbunden. Also, wir haben jetzt 1, 2, 3 im Bette, 4. Genau, behandeln. Behandeln könnten wir. Gucken wir nochmal nach, wie es aussieht. Körper. Chupa. Behandle Nicole. Bockwurstel in 5 Stunden, Tribe in 6 Stunden. Das heißt, Abram behandelt unsere Bockwurstel erstmal. So, Schrotti ist soweit durch hier mit ihr. Rette Alicia. Balthasar, töte die andere Riesenspinne. Ey, die sind immer noch nicht beide tot. Okay, die ist jetzt tot. Töte. Erledigt, nice. Schupa geht Medizin holen. Abram auch. Wir gucken mal kurz. Keine unmittelbare Gefahr mehr. Tot in 13 Stunden. Das heißt, Schrotti wird jetzt erstmal direkt Tribe behandeln. Alter Finne, ey. Wie ohne Medizin? Nicht ohne Medizin. Nein, 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 nein. Nimm mit. Balthasar. Tot in 22 Stunden jetzt doch? Ich denke, keine unmittelbare Gefahr. Egal. 22 Stunden. Ich glaube, da laufen wir eher Gefahr, dass wir uns eine Wundinfektion einhandeln. Behandelt Tribe. So. Alicia geht soweit gut. Was, 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 was? Da wurde geschossen. Lebst du noch? Ah, in 3 Stunden blutete er aus, aber ich kann es nicht ändern. Jetzt hätte er eigentlich verdient, dass er überlebt. Ja, schon allein dafür. Oh Mann, ey.
So. Gerettet. 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 An sich auch gerettet. Was macht denn Schrotti jetzt? Schrotti behandelt weiter Tribe? Naja, gut. Macht das mal. Okay, Balthasar schießt hier eher alles kaputt. Nahkampfangriff. Komm hier, wir haben keine Zeit für so einen Blödsinn. Bevor hier noch was schlüpft, ey. Oh, da unten lebt ja sogar noch ein Vieh. Sag mal. War ja auf jeden Fall raus aus dem Kampfmodus. Hab genug getan. Bin sehr stolz auf euch. Alter Vater, ey. Ich sag ja, wenn's kommt, dann kommt's richtig. So, die ganze Nummer werden wir hier direkt mal erlauben. Um nicht zu sagen... Dringend tragen. Kann Balthasar raus aus... Nee. Noch nicht. Hier lebt ja noch einer. Schön einmal im Nahkampf wegtöten. Abram, was macht Abram? Das Lagerfeuer brauchst du nicht reparieren. Weißt du, was du machen kannst? Du kannst das Faultier behandeln. Wenn es noch zu retten ist, dann rette es. Jetzt hat's seine Daseinsberechtigung. Fertig? Jo, nice. Raus aus dem Kampfmodus. So, dann können wir sagen, die Viecher können weg. Gibt's mal wieder ein bisschen Insekten auf dem Speiseplan. Das muss auf jeden Fall weg. Das muss weg. Tribes geile Waffe muss hier weg. Das werden wir alles mal erlauben hier. Auf jeden Fall das Messer weg. Knarre. Ganz dringend. Bevor das hier alles zerfällt. Guck mal hier. Oh Mann, ey. Und schon wieder verläuft so eine Folge komplett anders, als man das eigentlich vorhatte zu machen. Schrotti ist soweit durch. Wie geht's ihm denn körperlich? Schrotti geht's körperlich? Quatsch, körperlich. Körperlich sowieso gut. Mental geht's auch noch. So. Dann kann Schrotti jetzt gleich Balthasar noch behandeln. Oder auch gleich direkt sofort, weil der schleppt jetzt hier Sachen weg. Das war jetzt auch nicht unbedingt Ziel. Komm schon mal ran hier, Schrotti. Behandle Balthasar. So. Das wird er jetzt hoffentlich machen. Abram holt hier noch Zeug ran. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Also. Und dann kann sich auch... Bitte? Ist das jetzt aktuell... Nee. Hab's noch nicht weggedrückt. Okay. Oh Mann. Bitte sei Erwin. Ja, du bist Erwin. Puh. Was jetzt? Das Riesenfaultier ist tot. Na gut, wegtragen bitte. Es hat's nicht geschafft, aber es behält einen Platz in unseren Herzen. Fuck, Alter. Was eine krasse Nummer. Oh Mann, ey. Diese verfluchten Insektenviecher. Dagegen ist auch noch kein Kraut gewachsen. Jedenfalls keins, das mir einfällt. Na komm, Schrotti.
Ist soweit alles gut? Mal kurz kicken. Ja, außer Gefahr. Schrotti darf dann auch raus aus dem Kampfmodus und sich um Dinge kümmern, die wichtig sind. Oh Mann, ey. Es ist doch immer wieder das Gleiche. Es ist so eine miese Nummer. Das meinte ich vorhin, als der Angriff losging. Das könnte unsere Quest zum Scheitern verurteilen. Ich meine, noch nicht zwingend, aber das ist ein herber Rückschlag an dieser Stelle. Und trotzdem bin ich wieder stolz wie Sau auf das Team, denn wir haben wieder einen Insektenangriff abgewehrt. Und ich denke wirklich jedes Mal, wenn die angreifen, das ist nicht übertrieben. Ich denke jedes Mal, wenn wir von Insekten angegriffen werden, das wird es jetzt gewesen sein. Na gut, ein Blick auf die Uhr zeigt mir aber, dass wir eine halbe Stunde schon wieder überschritten haben. Das heißt, wir beenden die Folge an dieser Stelle und können immer noch hoffen und die Daumen drücken, dass unsere Karawane hier noch heile ankommt, ohne zu verhungern. Ja, meine Lieben, war mir auf jeden Fall ein Fest. Ich freue mich auf die nächste Folge am Montag. Dann ist es Folge 49. Rettung bin ich. Oh, Wundinfektion. Das war mir so klar, dass das passiert. Fuck. Dann ist es Folge 49. Das heißt, wir werden auch in der nächsten Woche die 50. knacken. Oh, fuck. Ah, Mist, verfluchte. Das muss ich hier auch noch einstellen. Das ist, na komm schon. Körper. Jetzt brauchen wir Glitzerweltmedizin. Geht nicht anders. Ja. Schließen. Scheiß drauf. Glitzerweltmedizin. Schrotti. Rette sie. Jetzt haben wir soweit dann erstmal. Sicherheit für Aristokraten. Ja, das gefällt mir jetzt auch nicht. Dafür haben wir nämlich keine Zeit. Gut, meine Lieben. Wie auch immer. Gleich beenden wir die Folge. Wir haben nur eine Wundinfektion. Schrotti. Was machst du denn jetzt? Behandelt Alicia. Okay, das heißt, er holt sich jetzt die Glitzerweltmedizin. Das ist wichtig. Oh Mann, ey. Ja, auf jeden Fall beenden wir diese Folge an dieser Stelle. Und war mir ein Fest. Jetzt ist gerade richtig spannend. Freuen wir uns auf die nächste Woche. Freuen wir uns auf die 50. Folge. Mal sehen. Da wird es auf jeden Fall ein Livestream sein und mal sehen, wie weit wir kommen. So, jetzt aber genug geschwafelt. Macht's gut, war mir ein Fest. Als denn, bis denn.